Hallo Leute. Heute völlig verrotzt, verschleimt, völlig erkältet. Ich habe noch eine Sache, die ich euch ganz gerne zeigen wollte. Ich bin ja so Liebhaber von so kleinen Nettigkeiten, so für den Alltag. Ja, eben diese Gadgets. Ah, diese Licht ist so grell. Ich weiß nicht, wie gerne ihr Volksfeste besucht und vor allem Essensstände. Ich glaube, mir sieht man es an, dass ich sehr gerne Essensstände frequentiere. Ja, ich bin ein. Bei mir geht die Liebe und der Rest durch den Magen. Ja, und ich hatte das Problem: man nimmt sich eine Currywurst mit Pommes und bekommt da so einen blöden Plastikpicker. Wenn man Pech hat, beißt man rein und hat die ganze Schnauze voll mit Plastiksplittern. Und bei uns hier in unserer schönen Kleinstadt haben wir zweimal jährlich einen ganz tollen Pizzastand. Kulinarisch sehr gut. Problem: kein Besteck. Ja, und da kommen wir zu diesem Gadget. Ihr kennt doch sicherlich Pearl.de. Pearl kennt eigentlich mittlerweile jeder. Und da habe ich mir das bestellt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, oh mein Gott, da ist ein Besteck in die Schrottpresse gefallen. Nein, es ist ein Gadget. Und das geilste Gadget überhaupt. Ich liebe es und es war jetzt wirklich schon so oft im Einsatz. Ich muss es euch einfach präsentieren, weil jeder guckt blöde, wenn man genau hiermit auf einem Volksfest eine Pizza isst. Oder eine Currywurst. Oder eine Suppe. So, jetzt mal bitte Scheinwerfer. Ich bin halb erblindet. So, jetzt mal Augen auf dieses Wunderwerk. So sieht's aus. Kann sich momentan wirklich noch keiner was drunter vorstellen. Jetzt klappen wir mal den wirklich großzügigen Löffel. Also ich finde, er reicht. Und eine wirklich vollwertige Gabel auseinander. Und schon haben wir, mit ein bisschen Glück, einen Göffel. Gabel und Löffel. Aber es geht ja hier nicht um den Löffel. Nein. Volksfest sieht für mich so aus. Messer raus, Löffel rein. Und man kann, wie ihr seht, wirklich bequem dinieren. Und Leute, das ist jetzt wirklich, ich erzähle euch hier keinen Scheiß. Das ist wirklich, wenn ihr auf einem Volksfest eine Currywurst, eine Bratwurst, Kartoffelgerichte, irgendwas, egal was ihr euch an einem Fastfoodstand kauft, ihr könnt es hiermit echt gut verzehren, weil man hört's, das Teil ist hammerscharf. Hammerscharf, die Gabel funktioniert einwandfrei. So. Als ob das noch nicht genug wäre. Natürlich, der obligatorische Löffel hatten wir eben schon. Dann haben wir hier. Ich weiß gar nicht, wozu es gut ist. Ich sage immer, es ist ein kleiner Eiskratzer, ne? Nein, zu irgendwas muss dieses Teil ja auch gut sein. Ich habe noch keine Ahnung. Ja, dann haben wir hier eine Ahle und oh Gott, also das ist wirklich für Menschen mit. Oh, mit ohne Hobby. So eine kleine Aale. Ja, also für die unter euch, die auch noch angeln gehen. Oder Gott weiß was für Hobbys, Freunde. Und ja, ein okay. Wer weiß, wie man dieses Teil nennt? Der darf es mir gerne in Brieföffner. die Kommentare, einen Brieföffner, genau. Ja. Bitte, bitte Kommentare. So, zurück zu diesem netten Teil. Da haben wir natürlich den obligatorischen für alle Hobby-Alkoholiker, den Korkenzieher, der auch, der wirklich, also,
Nochmal zu mir. Oh. Man kauft sich ja oft solche Gadgets, packt sie aus und merkt, das ist made aus Alufolie. Nein, ich zeige euch jetzt mal was. Da werdet ihr wirklich erstaunt sein und auch sehen, aus was das hier gebaut ist. Ne? Hier haben wir den Kapselheber. Oder also für mich ist ein Kapselheber. Manche sagen, man kann damit Dosen öffnen. Jetzt schaut euch mal diese Dicke an. Leute, das ist Stahl. Das ist massiver Stahl. Ja, mal ein Finger dagegen. Ja, Jungs, also wenn das in der Wildnis nicht reicht, dann habt ihr ein Problem. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Löffel. Man kann natürlich mit diesem Besteck, wenn ich habe nichts vergessen. Nein, ich habe nichts vergessen. Gut, klappen wir das Ganze mal zusammen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid morgens in einem Hotel. Ihr wollt euer Frühstücksei genießen und merkt, wie ich es schon ein paar Mal bemerkt habe, der Eierlöffel. Das ist immer so eine Sache, ne? Weil dieses Eigelb klebt grundsätzlich in Verbindung mit Speichel an diesen Löffeln. Die kommen dann in die Spülmaschine im Kurzwaschgang. Ja, Gastronomie muss ja schnell gehen. So, dann bekommt ihr einen Löffel, der aussieht, als wäre er gerade einem anderen Mund entschlüpft. Jetzt nicht mehr. Jetzt habt ihr euren vollwertigen Eierlöffel dabei und es greift sich auch geil. Es greift sich wirklich geil, dieses ganze Zeug hier. Es greift sich einfach geil. Ja, also man kann gerade diese Utensilien mal wegklappen. Messer mal rein. Wenn ich einen Teller Suppe essen möchte, ich kann dieses Ding, dieses Multitool wirklich anpacken wie einen echten Löffel. Im anderen Fall, wie eben schon gezeigt, Löffel rein, Gabel raus. Ihr habt wirklich ein vollwertiges Besteck. Und ich bin wirklich, ja, ich bin happy. Ich bin happy. Ich finde, das ist eigentlich das Universaltool für alle Volksfeste und ja, erhältlich bei. Nochmal groß abfilmen. Da bestelle ich übrigens sehr viel. Manche Menschen sagen, oh, Pearl, die haben hier nur alt und nein, das ist ja alles nicht. Nee, Leute, Blödsinn. Nein. Da bestelle ich immer wieder gerne. Ich mache jetzt auch keine Schleichwerbung. Es geht mir nur darum. Dieses Tool habe ich eben bei Pearl entdeckt und das ist wirklich meine absolute Empfehlung für jeden, der sich gerne auf Volksfesten herumtreibt. Mich hungert ein Bauch, so wie ich immer. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich sollte abnehmen, aber nein, mit diesem Tool geht's nicht, weil damit ist alles lecker. Okay, so viel für heute. Ihr könnt liken, ihr könnt subscriben, ihr könnt demnächst kommen noch ein paar andere Themen, die gar nichts mit den bisherigen Themen zu tun haben. Ich bin ja flexibel. So viel für heute Abend. Oh, dieses Licht. Hilfe.